Hallo, ich werde euch hier zeigen, wie man eine fantastische und gesunde Essen aus Zitrone, Knoblauch und Honig, alle Bio-Sachen. Bio-Zitrone, Bio-Knoblauch, Bio-Honig haben wir hier. Diese Masse ist super gesund gegen Arteriosklerose, generell für alles, Verkalkung und alles, was man braucht. Ein Alter ist gesund, auch für 20, 30 bis 50, ist auch egal, bis 100 Jahre. Hält der Mensch gesund, fit. Zitrone hat viel Vitamin C, Knoblauch und Honig, wie ihr wisst, super gesund. So. Das Immunsystem wird dadurch gestärkt und man kann immer wieder jeden Tag, also 3 Wochen, einen Löffel pro Tag nehmen. Riecht gar nichts nach Knobi, sondern nach Zitrone. Die Zitrone wird in die Schale gewaschen, richtig gewaschen, deswegen nehmen wir Bio-Zitrone. Nehmen wir für eine Portion 3 Bio-Zitronen und eine Knoblauchknolle und 3 Löffel von solchen Honig Bio. Oder wenn ihr nicht habt, kann man auch Honig, normale Honig nehmen. So, wir machen jetzt, wir fangen alles, Mixer und dann eine Paste machen. Und das schnell geht. So, ich zeige euch, wie es aussehen. Machen wir raus, ja, die Schale und tun wir diese Paste, diese Pürierte eigentlich, wie ein Püree, Kartoffelpüree sollte aussehen, Zitrone und Knoblauch. Und Zitrone mit Schale, und die Schale von Zitrone, die Zitronenschale hat 20 mal mehr Vitamin C als die Zitrone, wenn die geschält ist. Jetzt Honig. 2 große Löffel. Mischen wir alles zusammen. 2 bis 3 eigentlich. Damit das süß genug ist. Und jetzt, ich zeige euch, ich habe auch von Honig kleine Gläser. Aufbewahren, gewaschen in die Maschine bei 60 Grad und können wir diese Paste und die Gläser aufbewahren im Kühlschrank und jeden Tag so einen Löffel essen, nach dem Essen. Nachmittags, Mahlzeit oder Abend, ist auch egal, wie ihr wollt. Der Vorteil ist, dass das überhaupt nicht riecht nach Knobi. Ein Kühlschrank hält ungefähr eine Woche bis 10 Tage, also 7 bis 10 Tage im Kühlschrank. Total verschlossen. Ihr seht, die Gläser sind auch bio, Blütenhonig cremig. Ich bin ein Mensch, ich achte sehr darauf, auf die gesunde Ernährung und Bio-Essen ist viel, viel wichtig. So, wir haben 2 Gläser raus. Den Rest werde ich heute essen. Nach der Mahlzeit gleich. Nach der Mittagszeit. Dann Wasser trinken, das ist super gesund, habe ich viel. Viel, viel, viel Vitamin C für heute, Honig, Mineralstoffe, Vitamine, alles. Also man kann 1 bis 2 Löffel pro Tag 3 Wochen essen und dann eine Woche Pause machen. Das kann man so lange, wie man möchte, jahrelang. Dieses Rezept habe ich von einer Ärztin aus Peru, die schon 80 geworden ist und seit 30 Jahren macht sie selber für sich und isst sowas. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, viel, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
Ich werde euch viele Rezepte zeigen, viele gesunde Biorezepte für auch andere Sachen, dass man gesund leben kann und ja, lange leben kann und gesund vor allem. Viel Spaß euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich wollte euch zeigen, wie man eine der gesundesten Wasser der Welt selber machen kann. Und zwar mit Joghurt und Ingwer, frische Ingwer. Habe ich hier ein halbes Gurke für ungefähr 500 ml Wasser. Klein werden wir schneiden und dazu noch Ingwer. Wie alles funktioniert, zeige ich euch jetzt. Und zwar die Gurken ist gewaschen schon. Eine Scheibe schneiden. So, jetzt schneiden wir Ingwer ganz klein. So. Jetzt müssen wir mit Wasser füllen. Das ist ungefähr 500 ml Wasser. Man kann eine ganze Gurke in so eine Karaffe nehmen für 1 Liter. Ich habe aber nur halbes Gurke und deshalb nur 500 ml Wasser. Und das Wasser am besten abdecken, über Nacht stehen lassen oder ein paar Stunden, damit die ganze Gurke im Wasser, diese Vitamine und alles, die Nährstoffe reinziehen. Und dann in ein Glas genießen und trinken. Ich wollte euch sagen, warum ist das das gesundeste Wasser der Welt? Hilft, Gurke hat sehr wenige Kalorien, hilft bei Abnehmen, hat viele Vitamine, Ingwer ist entzündungshemmend, hat auch viele Vitamine und beide zusammen sind eine super, super Kombination, um ja, für den ganzen Körper, um sich gesund zu ernähren, bei Abnehmen, wenige Kalorien und viele Mineralstoffe und Nährstoffe enthalten, diese beide. Optional, man kann auch dazu frische Minzblätter für den Geschmack, man kann auch Thymianblätter reintun. Wir haben hier unsere leckere und gesunde Wasser. Ich hoffe, dass mein Film euch gut gefallen hat. Ich wünsche euch viel Spaß zum Nachmachen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.